Hol den Wein und den Speck. Was ist los mit dir, Heinrich? Mein Pferd, Satteltasche, Wein, Speck. Soll ich es aufschreiben? Nein. Schon dabei, Herr. Na endlich! Yay. So. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Naja. Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Okay, was mit den Eltern? Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Ja, und womit vertreibst du dir so die Zeit? Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Du hast es so schwer. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Mein Gott. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Okay. Was werden wir denn jagen? Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ach ja. Na gut, komm. Stellen wir uns mal gut mit dem, auch wenn's eine Pfeife ist. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Na toll. Und Theresa wartet zu Hause. Super. Warte bis Morgengrauen. Wie spät ist das denn? Es ist 19.22 Uhr. Was machen wir denn so lange? Haben wir Hunger? Nö. Aber... Hm.
So, was können wir denn jetzt machen? Was war das denn hier? Aufgedreht. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer. Da hatte ich ein Auge drauf geworfen, ne? So. Ach, da muss ich mehr kämpfen. Ich muss das mehr anwenden, ne? Das Leben ist hart. Nee. Nee. Ja, komm, machen wir das. Schadet nicht, ne? Was ist denn Regen, Mann? Ah, okay. Heimlichkeit. Ist Heimlichkeit schleichen? Oh, was war denn hier Schönes? Ui! Kommt noch Schwert hier rein. Ach, das müsste ich alles stehlen. Nö, ich will ja nicht stehlen. Ich guck mich hier mal ein bisschen um, ne, Kollege? Ich höre mich gerade voll dumm an. Wer weiß, wofür man es braucht. Wäre ja blöd, wenn wir einfach die Zeit so vergehen lassen, ne? So ungenutzt wegschlafen einfach. Können wir erstmal sammeln, was hier so rum ist, rumliegt. Hier Schönes. Wer weiß, wofür man es braucht. Für irgendeine Alchemie bestimmt. Salbei. Das war ein Wolf. Ich guck mal, ja, mich mal hier so ein bisschen um, ne? Du sitzt ja da und trinkst dir schön lecker einen rein. Ich bin nicht gut. Kann ich irgendwie die Luft anhalten? Nee, so nicht.
ich mit E die Luft anhalten? Ich kann das nicht. Warum zittert das so? Wie halte ich denn die Luft an? Alter! Glückstreffer. Vielen Dank. Das war, ja. Okay. Ich hätte gerne meinen Pfeil wieder. Und das Hähnchen. Okay. Das war mal. Das war mal ein Glückstreffer. Ich glaube nicht, dass mir das gleich, wenn es drauf ankommt, ne, nochmal gelingt. Mal gucken, vielleicht erhöht sich ja mein Schleichen, wenn ich hier durch die Gegend schleiche. Oh, Schmidtchenschleicher mit den elastischen Beinen. Baldrian. Oh, dann schlafen wir gleich gut. Das war ein Glückstreffer. So, nehmen wir den auch noch mit. Ja, Kräuterkunde, neue Stufe erreicht. Yay! Siehst du, das meine ich nämlich. Man muss nämlich immer machen, machen, machen. So, Kräuterkunde. Blumenkind. Oh, okay. Aha. Okay, das ist ja interessant. Dann wollen wir mal schön Kräuter sammeln, ne? So, lecker Pilz haben wir. So. Gucken, ob es was bringt. Naja. Wo ist denn die Pfeife? Ach, der ist pennen gegangen. Gegenstand kochen. Aus dem Topf essen. Ich könnte dich jetzt einfach killen, ne? So, wir schlafen. So, das müsste okay sein, ne? Also um 4:30 aufstehen.
Habe ich den ganzen Tag wieder verpasst, um bei Theresa zu sein. Der guten Theresa. Den. Schlürpe können. Ich höre noch was. Sehen wir wenigstens den Sonnenaufgang. Aber ich glaube, dieses Schleichen triggert nur, wenn auch jetzt irgendwie Sinn macht, oder? Kann ich im Dunkeln keine Blumen sammeln? Gut, dann verbringen wir die Nacht noch den Rest des Morgens damit zu warten, bis er da, der feine Herr, sich bequemt aufzuwachen. Jetzt fängt das an zu regnen. Ernsthaft. Ich tue dir einen Fliegenpilz ins Essen, ey. So. Baldrian, oh Baldrian. Was war das? Es ist so still, ne? Ein Kauz. So, Kollege. Hast lange genug gepennt. So. Okay. Vermisst eh keiner. Und ich brauche Pfeile. So, haben wir Hunger? Na, oh, geht noch. So, hier können wir auch nicht viel machen gerade, ne? Nö. Das haben wir. Hier haben wir noch nichts. Leichtfüßiger Krieger. Ich kann mal ein bisschen üben. So, Meister, die Sonne geht auf. Hunde schlafen auch. Chef? Nee, ich will nicht nur nochmal schlafen. Ich bin doch schon auf. Ich bin einmal als Erster auf. Ich packe jetzt hier erstmal einen Fliegenpilz rein. Essen erstmal was. So. Lecker Topf leer gegessen. Gegenstand kochen. Hasenfleisch. Habe ich jetzt gekochtes Hasenfleisch? Gekochtes Hasenfleisch. Okay. Wie viel Hunger haben wir?
Wir sind eigentlich satt. Was kann denn der Schirmling? Sattheit, Energie, Frische. Oh, das nimmt mir Energie weg. Okay. Hör mal, lecker Schnaps so. Schnaps wird nicht schlecht. Das ist immer gut. Der körperliche und seelische Leiden wegbrennt. Na gut, dann haben wir jetzt erstmal was gekocht. Das erste Mal. So, setzen wir uns jetzt erstmal hier hin. Ja, und warten. Ja, sitzen wir hier. Real-Life-Simulator. Warten auf Baumstumpf. Feuer entfachen. Oh. Meister, hey, Chef. Es wird Zeit aufzuwachen. Wie spät ist er denn? Alter. Meister, was? Komm, wir legen uns noch eine Stunde hin. Eine Stunde können wir noch schlafen. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Alter, wer hat denn hier die ganze Nacht geknackt? Wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Gewiss. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und ich jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Misst dich mit Herrn Hans in der Hasenjagd. Ja, gut. Bis mittags. Wo bin ich denn überhaupt? Finde ich das Lager wieder? Ja. Ja, da kriegen wir schon hin. So, Hasen. Ich hatte ja einmal Glück. Schade, dass der nicht zählt. So viel Glück habe ich nicht nochmal. Wo ist der andere Hase? Da waren doch zwei. Bis mittags, Alter.
Mist. Alter. Gibt's sowas? Ernsthaft? Aber der Hase rennt auch nicht weg. Kriege ich meine Pfeile wieder? Mit den Pfeilen sollte man ja auch nicht auf die Jagd gehen, ne? Ich sage, das war so ein Glückstreffer, ne? Jetzt macht auch noch die Minze klar. So. Wir rüsten jetzt erstmal aus. Verbesserte Jagdpfeile. So. Wo soll er hin? Uele Kaninchen. Okay. Ich weiß, ich soll Kaninchen jagen. Ich bin nicht der, also ohne Dings zu jagen ist schon ach, da ist er hin.